Oh, vielen Dank. Ja, guten Tag. Ich freue mich wieder, heute hoffentlich nicht zu lange zu reden, sondern so, dass wir noch Zeit zum Gespräch haben, zum Austausch. Beim letzten Mal haben wir ja die christlich-muslimischen Beziehungen, diese Vorlesung nicht zu Ende bringen können. Das werden wir gleich tun. Und dann rübergehen auf die heutige Vorlesung, nämlich die Missionsgeschichte in der Sahelzone. Also einen kleinen Rückblick auf dem, was wir schon gemacht haben, gesehen haben. Mir ist wichtig zu sagen, dass bei dieser Vorlesung Identität auch mitgespiegelt wird, nämlich religiöse Identität. Weil wenn man von christlich-muslimischen Identitäten spricht, dann spricht man tatsächlich von Zuschreibung von Identität. Vor allem über den Islam. Das wird jetzt das habe ich das letzte Mal auch gesagt, eine ethische Perspektive von außen sozusagen auf die christliche Religion, da der Sahel nun mal im Sahel der Islam die Mehrheitsreligion bildet, mit 75% Christen. Über die Herkunft des Islams nach der Ankunft des Islams in den Sahel haben wir auch schon gesprochen, von den drei unterschiedlichen Phasen der Islamisierung auch. Und wir haben einen Fokus auf die Kolonialzeit gemacht, wo wir tatsächlich festgestellt haben, dass die französische Kolonisierung eigentlich den Islam favorisiert hat, weil man eigentlich keine Probleme mit den Muslimen in den übrigen Kolonien außerhalb von Algerien noch haben wollte. Wir haben dann auch einen Fokus über die Tijaniya gemacht als eine Sufi-Bewegung, Sufi-Bruderschaft, die eine sehr wichtige Rolle in der Sahelzone gespielt hat für die Islamisierung, vor allem an der Basis. Ein Gesicht des Islams heute, seit den 90er Jahren zumindest, ist auch Salafismus und Wahhabismus. Die verändern die islamische Landschaft allmählich, weil sie meinen, dass das, was die Bruderschaften gemacht haben, nun mal keinen richtigen Islam ist. Jetzt muss re-islamisiert werden. Leider gibt es auch diese islamistische Radikalisierungsgruppen, die wir aus den Medien so gut schon kennen. Ja, und mittendrin befindet sich eine kleine christliche Gemeinschaft, die aber sehr aktiv ist, die auch viel Einfluss hat auf die Gesellschaft. Ich habe dann von unterschiedlichen Formen von Dialog gesprochen, die wir schon sowieso kennen. Dialog des Alltags, Dialog der Werke, Expertendialog, geistlicher Dialog auch, aber auch von zwei afrikanischen Dialogmethoden, nämlich den Palaverbaum und den Scherzverwandtschaft, wie Professor Knut Wenzel uns das noch richtig, also gut übersetzt hat. Parenté à plaisanterie. Die Beziehungen sind auf der einen Seite gut, weil Muslime und Christen sich also zusammenhalten und auch versuchen, gemeinsam ihr Land zu gestalten. Auf Seite der Christen spielen natürlich Schul- und Sozialeinrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, sehr wichtige Rollen. Und diese Dienste werden von allen wertgeschätzt. Leider gibt es auch Konflikte, die auch in der Politik, in der Wirtschaft und in sozialem Leben überhaupt verwickelt sind. Wir haben schon von dem Übertritt ins Christentum als etwas, das nicht vorstellbar ist, zumindest in einigen Ländern, in Sudan oder vor allem in Mauretanien. Es gibt nämlich Druck auf den Christen,
auch auf den Christen, Muslime zu werden. Leider gibt es auch soziale Probleme, wie zum Beispiel die sogenannten Konflikte zwischen Sesshaften und Nomaden. Die sind aber Konflikte, um den Zugang zu Ressourcen zu sichern, nicht so sehr christlich-muslimische Probleme als solche, aber wird immer mit christlich-muslimischen Argumente, also religiösen Argumente erklärt, was natürlich falsch ist. Religionsfreiheit gibt es auch strukturell im Land. Der Staat gewährleistet Religionsfreiheit. Es gibt auch einiges, die zusammen, also Christen und Muslime zusammen machen für den Frieden, für die Gerechtigkeit, gegen den islamistischen Terrorismus und ja, für die Zukunft ihres Landes überhaupt. Aber auch strukturell gibt es Probleme, wie wir gesehen haben. Und zwar Aufrufe zum Beispiel von einigen Parlamentarier zu einem islamischen Staat, etwa im Tschad, Niger oder im Sudan. Das gibt es leider auch. Eine Gegenüberstellung, Gegensatz eigentlich in Einführungszeichen zwischen Pfingstlern und Salafisten hat für viele Literatur gesorgt in der Sozialwissenschaft, aber man merkt schon, dass sie sich nicht so ganz ähnlich aussehen. In der Gestalt schon, weil ein gewisser Fundamentalismus zu sehen ist, aber in den Inhalt nicht, eigentlich nicht. Ja. So, ich glaube, wir sind hier angekommen, wenn ich mich nicht irre. Genau, okay. Eine Woche ist vergangen. Haben Sie denn noch irgendwelche dringliche Fragen, die in der Zwischenzeit aufgetaucht sind? Diejenigen, die beim Begleitseminar da waren, die, ich weiß, die haben sowieso keine Fragen mehr. Die haben alle Fragen beantwortet. Okay, dann machen wir weiter. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Gegenüberstellung von Salafisten und Pfingstlern zurückkommen, weil viele, vor allem in den Sozialwissenschaften, gemeint haben, dass das, was die Salafisten im Islam machen, genau das machen auch die Pfingstler auf Seite der Christen. Stimmt das? Das ist die Frage. Stimmt das? Auf der einen Seite schon, wie ich gesagt habe, in der Gestalt sehen sie sich sehr ähnlich aus. Pfingstbewegungen, pentekostale Bewegungen haben eine sehr fundamentalistische Auslegungsweise der Bibel. Die legen die Bibel wirklich sehr literarisch aus. Und es ist nun mal so, dass sie nichts, überhaupt nichts mit Ökumene zu tun haben wollen. Hallo. Oder mit interreligiösen Dialog. Denn in ihrem Kopf ist es klar, es gibt die Wahrheit auf der einen Seite und Irrtum auf der anderen Seite. Und das passt nun mal nicht zusammen. Und dahinter steckt auch ein gewisses Verständnis von Offenbarung. Nämlich, dass Offenbarung von der Befleckung lokaler Kulturen, also verschont werden sollte. Wer mit in Pfingstbewegungen, in den Gegenden, wo Pfingstbewegungen sehr aktiv sind, wird schon merken, dass traditionell afrikanischen Religionen sehr schlecht dargestellt werden. Und zwar pauschal als Hexerei-Religion. Also es ist wirklich eine schwarz-weiß Sichtweise der Dinge. Die sind aber sehr, sehr modern, weil sie sehr beeinflusst sind von den pentekostalen Bewegungen aus den USA. Die haben große Bildschirme, also Drohnen, die ihre Veranstaltungen filmen können. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei so einer Veranstaltung waren, aber das ist einfach beeindruckend in
Avignon zum Beispiel gab es auf katholischer Ebene, im katholischen Bereich, eine charismatische Gruppe, die über 1000 junge Leute versammelt hat, ja, zum Gebet. Und wenn man die Bilder sieht, wenn man selber da drin ist, dann ist es einfach beeindruckend. Und die machen sehr viel Werbung in den sozialen Medien und die ziehen wirklich viele junge Menschen an. Also die sind ganz, 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 ganz modern und sehr vernetzt auch, haben gute Beziehungen in den USA, in Nigeria, Südafrika. Ja. Und die meinen, dass eine gewisse Erneuerung innerhalb der christlichen Religion dank ihnen stattfindet, nämlich durch die geistliche Erneuerung. Ja. Die geistliche Erneuerung, der Heilige Geist wird alles wieder neu machen. Ja. Und dadurch haben sie eine sehr, sehr betonte Missionsabsicht. Die gehen gern missionieren bis zum Proselytismus eigentlich. Ja. Und auf der anderen Seite sehen sich natürlich, also wenn man so spricht, dann findet man Salafisten nur ein bisschen wieder, aber vom Inhalt her sehen sie sich total anders aus, nämlich, dass ihre Gegner anders sind. Für die Salafisten sind die Gegner die Sufi-Synkretismus der Bruderschaften, der Sufi-Bruderschaften. Auf der einen Seite vertragen die Pfingstler Säkularismus, also Säkularismus westlicher Prägung, aber die Salafisten überhaupt nicht. Sie sind sehr kritisch gegenüber westlichen Gesellschaftsmodell, westliche Säkularität oder so Säkularismus. Bei den Pfingstlern, die können damit leben. Bei den Salafisten und Wahhabiten gibt es vielmehr, das Vorbild ist vielmehr die islamische Urgemeinde, und bei den Charismatikern spricht man ständig vom Heiligen Geist, vom Wirken des Heiligen Geistes. Auf der einen Seite ist die Vernetzung zu Saudi-Arabien sehr wichtig für die Salafisten, auf der anderen Seite die amerikanischen Evangelikalen für die Pfingstler. Und ja, beide wollen Erneuerung, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Und vor allem auch im politischen Bereich sind sie auch ganz aktiv eigentlich. Es gibt sehr viele anti-israelische Stellungnahmen auf Seiten der Salafisten und entschieden pro-israelische Stellungnahmen. Also ich spreche vom Staat Israel, ja, vom Staat Israel, die von den Pfingstlern auf jeden Fall als, ja, das wird als Judenvolk wahrgenommen, also die gleichen Juden wie in der Bibel halt. Ja. So, das war ein kleiner Fokus. Auf struktureller Ebene gibt es, wie gesagt, auch Probleme. Ich wollte nur auf die Dia-Problematik vor allem im Chat eingehen. Die anderen sind ja bekannt. Was ist Dia eigentlich? Dia bedeutet Blutgeld auf Arabisch. Bei Unfällen oder Ermordungen kann man bezahlen, um ja, wieder gut zu machen. Das Problem ist, dass bei vielen Leuten diese Brauch, der ja sozusagen für eine gewisse Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit steht, das wird dann irgendwie pervertiert. Und wer viel Geld hat, erlaubt sich ja, alles zu tun. Das bedeutet schlussendlich, dass die Würde des Menschen verschwindet hinter diesem Brauch. Weil wer Geld hat, kann einfach töten und bezahlen. Und es gab sehr viele Probleme auch im Tschad diesbezüglich, weil in einigen Regionen manche Leute tatsächlich sehr wirklich Gräuel auf grausame Art und Weise
anderen Menschen umgebracht haben und gesagt haben, ja, das kann ich bezahlen, das ist kein Problem. Ja. Also das war schon sehr, sehr schwierig für viele, die das miterleben mussten. Ja. Und das hat dann im ganzen Land dann viel Problem verursacht und man hat dann genaue Regelungen nochmal eingeführt, was schon existierte, aber woran sich niemand gehalten hat. Ich habe ständig von Mauretanien und Sudan gesprochen, wo die Religionsfreiheit halt nicht so präsent ist, weil diese beiden Länder halt sehr von Anfang an schon sehr muslimisch geprägt waren und sehr wenig vom Christentum beeinflusst waren. Also seit dem 8., 9. Jahrhundert schon. Für den Sudan vielmehr so gegen seit dem 14., 15. Jahrhundert, das werden wir noch heute sehen, den Grund noch heute erfahren. Was aber auf struktureller Ebene wirklich eine wichtige Rolle spielt, sind die Entwicklungsprojekte. Das hält einfach die Beziehungen zusammen. In muslimischen Gegenden, wenn christliche Flüchtlingsprojekte zum Beispiel dort arbeiten. Ich selber habe bei GRS gearbeitet an der Grenze von Darfur und dort habe ich gemerkt, wie Christen einfach wirklich geliebt werden. Einfach aus dem Grund, dass sie den Muslimen vor Ort zu Hilfe kommen. Das ist eine schöne Erfahrung, also wirklich eine sehr schöne Erfahrung, wenn man ein Christ an diesem Ort ist. Also Entwicklungsprojekte spielen also eine sehr wichtige Rolle dort. Auf wissenschaftlicher Ebene gibt es auch Dialog. Ich möchte vom Institut Al-Muwaffaqa sprechen, ein ökumenisches Institut in Marokko, wo Christen und Muslime sich zusammentreffen, um ja wirklich auch inhaltliche, ökumenische, interreligiöse Thematiken zu bearbeiten. Das Zentrum Al-Munna im Tschad ist nicht direkt unmittelbar auf christlich-muslimische Beziehungen ausgerichtet, aber als Christen und Muslimen werden politischen, wirtschaftlichen, sozialen Themen dort diskutiert. Und das ist wirklich interessant, weil die religiöse Identität in den Vordergrund hier steht und man stellt in den Vordergrund eher das Verbindende, was man für das eigene Land, für Afrika, für Sahel machen kann. Das ist eine Art des Dialogs, das Zukunft hat. Dann gibt es auch andere wissenschaftliche Veranstaltungen, die auch da vorhanden sind. Das Institut Mohammed den VI., das wollte ich auch in den Vordergrund stellen, weil dort Imamen aus Südsahara-Afrika ausgebildet werden. Und zwar auf einer sehr eher offene Art und Weise. Das ist natürlich eine Art und Weise für Marokko, Einfluss, auch geistlicher Einfluss auf die Sahelzone auszuüben. Aber es ist auch ein Gegenwind gegen die Islamisten, die in großer Menge immer mehr in die Sahelzone eindringen. Also nach und nach, Jahre nach Jahren, hat das Institut sehr viele Imamen für Subsahara, für die Sahelzone, aber auch in anderen subsaharischen Ländern ausgebildet. Und es gibt es nicht viel, aber klar, das sind so Einzelfälle, aber Beziehungen auch im interreligiösen Glauben. Also man kann tatsächlich auf geistlicher Ebene austauschen. Christen und Muslime. Ja, stellen Sie sich mal vor, ja? Also ein Christ und ein Muslim tauschen sich geistliche
Erfahrungen aus. Das ist nun mal wirklich sehr, sehr interessant. Der Bischof von Mongo im Zentrum des Tschad, der ehemalige, hat den Ältestenrat in Mongo, also in der Hauptstadt dieser Region, gegründet. Er führt Ältesten, die Christen und Muslime sind zusammen, damit sie gesellschaftliche Probleme regeln. Vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Religionen. Und das funktioniert. Das funktioniert. Das hat sehr viele, das hat sehr viel zur Konfliktprävention beigetragen. Dann aber auch die Frage, die Professor Knut Wenzel auch das letzte Mal gestellt hat. Durch den Sufismus können wir uns tatsächlich näher kommen. Es gibt natürlich Skeptiker, aber irgendwie könnte man das doch irgendwie Realität werden lassen, meine ich. Aber dazu vielleicht könnte man sehr viel Zeit brauchen, um das doch in Einzelheiten zu erläutern. Und das nur zu sagen, was der christliche, muslimische Beziehungen in der Sahelzone eigentlich sehr vielfältig in der Sahelzone aussehen. Man kann jetzt nicht sagen, so sieht christlich-muslimische Beziehungen in der Sahelzone aus. Das ist unmöglich. Zumal der Islam vielfältig ist, das Christentum sowieso, ja, und zumal die unterschiedlichen Kontexten so anders sind. Das, was sich jetzt in Mauretanien abläuft, das ist nun mal anders als in Nordnigeria oder in Burkina Faso, im Nachbarland Burkina Faso. Also christlich-muslimische Beziehungen in der Sahelzone bleibt nach wie vor eine Baustelle. Die man tatsächlich noch zum Besseren beitragen, indem man zum Besseren beitragen kann. So viel zu christlich-muslimischen Beziehungen in der Sahelzone. Gibt es noch Fragen? Oder das war ganz klar, das wär rein informativ. So, heute geht es um die Mission. Also ich habe ein paar schöne Bilder. Sie haben mir Zeit genommen, schöne Bilder auszusuchen, weil ich einfach die unterschiedlichen Gesichter von Mission zeigen wollte. Das ist Geschichte, klar, Frauenausbildung, Frauenbefreiung auch in der Sahelzone. Hier Schule von Jungen und auch junge Erwachsene. Die christlichen Kirchen haben sehr viel dazu beigetragen. Und neue Gesichter der Mission. Der ist ein Apostel, also in Tschad nennen wir ihn den Apostel, einer der Apostel des Tschad. Das ist ein italienischer Jesuitenpater, Angelo Gherardi. Er hat drei große Krankenhäuser, wichtige Krankenhäuser im Tschad, vielleicht die wichtigsten der katholischen Kirche überhaupt, gegründet. Und zwar mit Bezug auf ländliche Gegenden, also wo die Menschen halt nicht so viel Mittel haben, Möglichkeit haben, ins Krankenhaus zu kommen. Angelo Gherardi. Und der ist der erste Generaloberer der Weißen Väter, der aus Afrika kommt. Ja. Das ist wichtig, weil die Weißen Väter haben sehr viel für die Sahelzone und auch für Ostafrika und südliches Afrika gemacht in Sachen Mission. Ja. Und die sind so weit gekommen, dass tatsächlich mittlerweile Afrikaner haben erst auch sehr wichtige Stellen innerhalb des Ordens. Ja. Also die beiden kenne ich nicht, ich habe das einfach nur so gestellt, weil ich das Bild sehr schön fand. Da sind wir die Benediktinerinnen, glaube ich, oder Trappisten, also aus den Mönchen auf jeden Fall. Das ist die Schwester Noeli Djima Dumbai aus dem Tschad, also wirklich, sie gehört einer französischen Ordensgemeinschaft,
sie promoviert jetzt in Frankreich. Das ist die Zukunft, meiner Meinung nach, im Tschad zumindest, was Wissenschaft und auch Mission und auch ja, Mobilisierung von Frauen innerhalb der Kirche angeht. Sie kommt aus Mali, Thérèse Samaké, das ist meine Kollegin, in Abidjan gewesen. Ja. Jetzt ist sie die Vizepräsidentin der Universität, der Katholischen Universität in Mali. Also das sind neue Gesichter der Mission. Ja. Also um halt vorab schon ja, die Bandbreite zu sehen ja, und auch zu fühlen irgendwie, also einen Eindruck davon zu bekommen. So, also heute ist die fünfte Vorlesung, Missionsgeschichte im Sahel. Vorher haben wir eher eine Außenperspektive gehabt. Ja. Wir haben die Sahelzone heute und früher aus der Geschichte und heute wahrgenommen, die Identität auch von der Ethnologie bzw. Sozialwissenschaften her, christlich-muslimische Beziehungen, auch von der ja, überwiegend eher muslimischen Prägung der Sahelzone. Jetzt werden wir eher eine Innenperspektive einnehmen, eine emische, nämlich hier und hier, also beim nächsten Mal auch, bevor wir dann auf eine kritische Thematik eingehen und in die Theologie überhaupt. So, worum wird es hier gehen? Es wird um eine Erzählung gehen. Also ich werde einfach die Geschichte erzählen. Also keine Theorie, es ist Erzählung. Und zwar die Missionsgeschichte im Sahel, aber vor dem Hintergrund der Missionsgeschichte in Afrika, weil das muss man immer im Zusammenhang betrachten. Immer. Sonst verliert man was Wichtiges. Zwei Punkte nur. Ja, also Mission in Afrika, ein Überblick, das wird auch der größte Teil sein. Und dann Fokus auf die Mission in der Sahelzone. Diese Karte zeigt, wie sich das Christentum verbreitet hat. Das Grüne ist überwiegend muslimisch, überwiegend. Das Gelbe ist christlich, die christlichen Gebiete sozusagen, wo das Christentum die Mehrheitsreligion ausmacht. Und das Blaue, das sind traditionell afrikanische Religionen. Also man muss sich vorstellen, vorher war das hier ganz blau und das hier ganz grün. Das Christentum ist im blauen Feld gekommen und hatte Chance, sich hier auszudehnen. Wobei das Christentum schon da war vorher, ja, das ist klar. Aber gehen wir Schritt für Schritt. So, das ist ein Hauptwerk. Wir über Mission in Afrika, was auch so wissenschaftlich Haltbares lesen will, der muss dieses Buch kennen. 2000 Jahre Christentum in Afrika von John Borg. Er wurde mittlerweile ins Deutsche übersetzt, Französische auch, wahrscheinlich auch noch andere in anderen Sprachen. Laut dieses Buches aber in der Geschichtswissenschaft überhaupt über die Geschichte der Mission in Afrika geht man davon aus, dass es drei Phasen gibt. Also die erste Phase in der Antike, die zweite Phase in der Neuzeit und die dritte Phase seit dem 19. Jahrhundert. So, zunächst mal in der Antike. Das alles war christlich. Ägypten, Nordafrika. Das Erste, was die Christen in Alexandria bzw. in Ägypten sagen, ist, dass das Kind Jesus in Ägypten war, und zwar als Flüchtling. Matthäus 2, 13 bis 15. Also die Gemeinde, damals gab es noch keine christliche Gemeinde, natürlich gab es eine jüdische Gemeinde, eine jüdische Diaspora, in Alexandria vor allem, aber erst so gegen im Jahre 62
hätte Markus die christliche Gemeinschaft dort gegründet hätte. Diese kleine Gemeinschaft hat sich dann entwickelt und daraus sind auch sehr viele wichtige Namen überhaupt der Theologie überhaupt entstanden. Ein gewisser Panthenus hätte diese Schule, theologische Schule von Alexander gegründet, 180 geboren. Wichtige Namen sind Clemens von Alexandria, Origenes, aber auch Athanasius und ja, Kyrill. Die haben in griechischer Sprache Theologie verfasst und diese Gemeinde wurde auch ein sehr wichtiges Patriarchat. Unmittelbar nach Rom war Alexandria ein wichtiger, hatte eine führende Rolle in der ganzen Region. Und man weiß auch, das Mönchtum, die Beginner, die Anfänge des Mönchtums haben auch dort begonnen. Leider kam es in der Geschichte zu einer Trennung zwischen ja, der Kirche in Alexandria und Rom wegen der Häresie des Monophysitismus. Worum geht es? Das Mönchtum, wie ich gesagt habe, ist ja in Alexandria und in Ägypten entstanden und auch hat sich auch ganz stark entwickelt. Und wer mit geistlichen Dingen unterwegs ist, hat natürlich die Neigung dazu, das Geistliche ein bisschen zu übertreiben. Und das haben auch ein paar Mönche gemacht, indem sie die göttliche Natur Christi zu sehr betont haben. Und zum Nachteil seiner ja, menschlichen Natur. Und das war nun mal nach Chalkedon eine Häresie. Beide gehören zusammen ohne Mischung. Und aus diesem Grund wurde dann ein großer, also Teile der Kirche dort heretisch, als heretisch wahrgenommen. Und die Kopten, beziehungsweise die Christen in Ägypten selber, haben dann das Konzil von Chalkedon nicht anerkannt. Und ja, die Trennung hat sich im Laufe der Geschichte aufrechterhalten, bis Johannes Paulus II., also 1988 erst, kam es zu einer Einigung. Ein paar wichtige Figuren, die ich schon genannt habe. Ja, Nordafrika, das ist auch um Karthago herum. Viele Märtyrer dort, Perpetua und Felicitas, das sind so wichtige Namen, die man aus dieser Ort kennt. Auch dort eine wichtige Schule ist entstanden. Namen wie Tertullian, Cyprian und auch Augustinus, ja, der Kirchenväter Augustinus, der einen wichtigen Beitrag in der Theologie geleistet hat, in lateinischer Sprache, der kommt auch aus dieser Gegend. Aber kurz darauf kam die islamische Eroberung, schon im 7. Jahrhundert wurde ganz Nordafrika erobert. Natürlich waren die Völker der Schrift bzw. Juden und Christen toleriert, aber die galten trotzdem als Bürger zweiter Klasse. So ist die koptische Kirche vor Ort sozusagen von den übrigen Christen in Europa getrennt, nicht nur durch die Häresie, sondern auch durch die Eroberung der Muslime. So ist das so eine Enklave innerhalb der islamischen Welt geworden. Dann gibt es auch ein Reich, wovon man nicht so viel spricht, aber die lange Zeit auch Widerstand gegen die islamische Widerstand geleistet hat, nämlich das Reich Nubien, der in drei Teilen in drei Reichen aufgeteilt war. Das war ein christliches Reich geworden. Und zwar nachdem von Alexandria aus
das Christentum hierher kam. Natürlich gab es sehr viele politische Interessen dahinter, zumal die Könige dort auch die Unterstützung von den geistlichen, aber auch von den politischen Mächten dort haben wollten. Aber trotzdem ist das Christentum in diesem Reich tatsächlich Realität geworden, so dass man von einem christlichen Reich innerhalb im Herzen Afrikas, das ist hier, das ist südlich von Ägypten, ne? Also nur zur, damit Sie es gut sehen, ja hier, hier gibt es das auch gut zu sehen, hier war das ungefähr. In der Bibel heißt dieses Königreich, also dieser Gegend Kusch. Laut Historiker ist das Christentum in diesem Königreich eigentlich ein Phänomen des Hofes geblieben, beziehungsweise die Fürsten und diejenigen, die um den König herum waren, also lebten, die sind Christen geworden. Aber das Volk selbst ist nicht so Christ geworden, so heißt es. Aber als ab 1230 die Mamelucken, das waren ehemalige Sklaven türkischer Abstammung, aber auch anderer Orte, die das Königreich in Ägypten damals also als Milizen fungierten, als die dann das Reich also in Ägypten die Macht übernahmen, wurde es anders. Es kam tatsächlich zu Kämpfen zwischen Ägypten und Nubien und allmählich im Laufe der Jahre, drei Jahrhunderte, ist dann das Reich Nubien dann gefallen und dann konnte der Islam tatsächlich ins Landinneren eindringen. Und so ist der Islam vom Westen aus im 15. Jahrhundert schon, im 15. Jahrhundert schon in den Tschad gekommen, von hier aus nach Zentralafrika. So, dann haben wir auch Äthiopien, auch Abyssinien genannt, Aksum. Also das Reich Äthiopien ist eine Dynastie, wurde von der Dynastie von Menelik I., der als Sohn der Königin von Sabat und Salomon gilt, gegründet, geht auch darauf auf ihn zurück. Also davidische Abstammung, das zu sagen. Ja. Und bis heute wird es auch tatsächlich so verstanden in Äthiopien und Umgebung. Die waren unter dem Patriarchat von Alexandria und Priester, die von dort kamen, haben das auch das Christentum hierher gebracht. Und mit der Zeit hat sich das Christentum hier irgendwie verselbstständigt, sodass man viele Klöster hier hatte, die eine wichtige Rolle, wirklich sehr wichtige Rolle, auf kultureller Ebene, auf geistlicher Ebene, aber auch auf politischer Ebene, denn durch den Klostern hat man eine äthiopische bzw. aksumitische nationale Identität entwickelt. Natürlich auch wirtschaftlich, genauso wie in Europa der Fall war. Äthiopien war von den Muslimen nicht angegriffen worden, weil Äthiopien Zufluchtort von den Gefährten von Mohammed war, als sie in Mekka Probleme haben. Da so lange Zeit gab es wirklich kein Problem zwischen Muslimen das Reich Äthiopien aus diesem Grund. So, das war die Antike. Jetzt die Neuzeit. Wie kam es dazu, dass Europa, vor allem die Portugiesen, sich für eine Mission, also christliche Mission, vor allem auch aber Kolonisierung überhaupt einfach für Afrika interessiert haben? Nach gewisser Historiker, vor allem Lamine Sané, ein bekannter Religionswissenschaftler in den USA, alles geht auf die
Gesandtschaft Äthiopiens im Konzil von Florenz aus 1443. Also wie gesagt, Äthiopien war abgekoppelt von der übrigen Christenheit und hat sich immer danach gesehnt, Beziehungen zum Christentum, zum Rom zu haben. Und so hat tatsächlich der Kaiser dort Gesandtschaften in diesen Konzil geschickt, als Beobachter, um Kontakt anzuknüpfen. Und dadurch haben das dann die damalige Weltmacht, europäische Großmacht Portugal erfahren, dass es tatsächlich ein Reich, ein christliches Reich mitten im Orient gibt, der von einem gewissen Priester Johannes geleitet war und der man in Beziehung zu ihm stehen sollte. Zumal Portugal auch Interesse daran hatte, weil zu gleicher Zeit war die Macht der Ottomanen im Aufbruch und Konstantinopel, also das Reich Konstantinopel, war schon im Zerfall. Also Europa drohte sozusagen man hatte keine große Macht mehr. Und Portugal wollte nun mal dieser Platz auch mal in der Geschichte einnehmen. Und so, da Portugal eine große Flotte hatte, haben die also angefangen, sich auf die Suche nach diesem Königreich des Priesters Johannes zu machen. Ein paar Jahrhunderte später ist ein sehr wichtiges Ereignis in der katholischen Kirche zustande gekommen, nämlich die Gründung der Propaganda Fidei. Und die Propaganda Fidei war die einflussreichste missionarische Organisation überhaupt in der Kirchengeschichte, zumindest auf katholischer Seite. Also damals gab es noch, das waren noch die Anfänge der Reformation, insofern war die katholische Kirche wichtig. Also die Portugiesen haben sich auf die Suche nach diesem Königreich des Priesters Johannes gemacht und auf dem Weg haben sie festgestellt, dass es mitten in Afrika einen großen Königreich gibt, Kongo-Reich, wo tatsächlich man auch dort handeln, also mit ihnen handeln kann und auf interessante Rohstoffe beziehungsweise mittlerweile auch Sklavenhandel für die eigene Wirtschaft bekommen kann. Und so möchte ich von diesen christlichen Gemeinschaften im Kongo-Reich sprechen. Das war schon ab 1491 das erste Mal, als die Portugiesen dort kommen, die Missionare. Das Reich Kongo, mitten in Afrika, hatte als Hauptstadt Mbanza Kongo, also es ist der heutige Angola hier und das Innenland hier ist ja die Demokratische Republik Kongo. Dort herrschte ein König, Nzinga Kuvu, also der Begründer dieses Reiches soll Ntinu Mwene sein. Und als die Portugiesen dort ankamen, haben sie Nzinga Kuvu, seinen Sohn, vor Ort gefunden. Und kurz darauf ist Ndofunso, der Sohn von Nzinga Kuvu, König geworden. Also Ndofunso ist eine Deformation von Alfonso, ja, Ndofunso, weil er dann mittlerweile einen christlichen Namen genommen hat, weil er dann getauft wurde. Zunächst mal sein Vater und dann sein Sohn und die ganze Gefolgschaft. Ich wollte noch mal zu Ndofunso was sagen, der König vom Kongo, der erste. Sein Vater war der erste Christ, aber er hat sein Königreich wirklich christlich geprägt. Ndofunso war sehr angetan von der christlichen Religion, ist dann infolge seiner Vater auch Christ geworden und die ganze Gefolgschaft auch sind Christen geworden. Und die Beziehungen zu Portugal waren zu Beginn sehr gut, auch mit den Missionaren sehr, sehr gut. Aber dann hat man Missionare geschickt, vor allem die Kapuziner,
die nicht mehr so gut waren wie die ersten. Und die wirklich sehr viele Verfehlungen, sagen wir mal so, gemacht haben. Die haben Sklaven gekauft, Sklavinnen auch, haben teilweise auch mit den Sklaven, mit den Sklavinnen in ihren persönlichen Häusern gelebt, wobei die ja das nicht durften, ne? Da die ja Armutsgelübde gemacht haben, die durften ja nichts haben. Aber trotzdem gab es diese Verfehlungen und das war für den König auch schwierig, seine Landleute zu sagen, die Anhänger der neuen Religion sind gute Leute. Wobei seine Leute schon sehen, wie sie sich schlecht benommen haben, auch gegenüber anderen Menschen. Also trotzdem hat der König D'Ofonso darauf bestanden, einheimische Priester zu haben. Nicht nur Priester aus Portugal, sondern auch einheimische Priester. Unter denen seinen eigenen Sohn, der Don Enrique, den Namen Don Enrique genommen hat, nach Portugal ging, studierte, dort zu Priester geweiht wurde und sogar zum Bischof. Er war noch kein 30, als er zu Bischof geweiht wurde. Und das war der erste schwarze Bischof der Geschichte überhaupt. Dann ist er zurückgekommen, hat dann auch dort gearbeitet, aber leider gab es nicht viele Priester. So hat man noch nach Priester gebeten von Portugal vor Europa, die hat man aber nicht genügend bekommen. Und dann war es immer schwieriger für König D'Ofonso, das Christentum auch als eine gute Religion darzustellen für seine Leute. Er hat aber ausgehalten bis zum Tod, also bis er starb. Aber seine Nachfolger konnten das nicht mehr so weiter verkraften. Also die Verfehlungen der Missionaren und so. Und vor allem in der Zwischenzeit wollten Portugiesen immer mehr Einfluss auf den jeweiligen Königen haben. Die haben sich immer in königlichen Angelegenheiten eingemischt, damit der Cousin, der Bruder, der ihnen nahesteht, der nächste König wird, damit sie mehr Einfluss haben. Und Herablassung auch auf die Einheimischen, das war den Nachfolgern von König D'Ofonso viel zu viel. Mittlerweile sind aber Jesuiten gekommen, haben auch ein Priesterseminar eröffnet und sogar einige Priester wurden auch geweiht vor Ort, aber nicht viele. Das hat aber nichts geholfen, denn 1551 wurden alle Portugiesen rausgeschmissen. Also es hieß, alle Weiße müssen zurück. Wir wollen die nicht mehr bei uns haben. Das war ein erster Scheitern. Die Mission ging aber weiter. Die Kapuziner kamen zurück und blieben noch. Also 100 Missionare kamen noch zurück, so ein paar Jahrzehnte später. Und blieben 200 Jahre noch. Was haben die dann gemacht? Die haben aus ihren Fehlern gelernt und Schulen gegründet, viele Frömmigkeitsbewegungen auch in Gang gesetzt, also verbreitet, haben auch wirklich Evangelisierung in ländlichen Gegenden gemacht. Und das war nun mal gut. Das hat nochmal ein anderes Gesicht des Christentums in dieser Gegend gebracht. Dominikaner und Jesuiten sind dann mittlerweile auch dazu gekommen. Vor allem aber viel südlicher in Simbabwe, dem Fluss Zambezi entlang. Dort haben sie dann auch viele Missionen eröffnet. Dann zu dieser Zeit ist eine Frau entstanden, eine Königin, von denen wir Afrikaner heute sehr stolz sind. Königin Singa von Dongola und Matamba. 1582 geboren, 1663 gestorben. Wer war sie? Ihr Vater war der König von Dongola, das ist jetzt im heutigen
Angola, in der heutigen Angola. Und sein Bruder ist nach seinem Vater König geworden. Er konnte den Kampf gegen die Portugiesen nicht gewinnen und aus Zweifel hat er sich umgebracht, weil es war viel zu viel für ihn zu akzeptieren, dass er den Kampf verloren hat gegen die Portugiesen. Dann ist sein Sohn in die Macht gekommen, aber sein Sohn, das heißt der Neffe von Singa, ist aus einer mysteriösen Art und Weise gestorben. Manche sagen, Königin Singa hätte ihn umgebracht, weil sie war die Regentin zu dieser Zeit, weil der Junge noch zu klein war. Andere sagen, er sei auf natürliche Weise gestorben. Auf jeden Fall, nach seinem Tod, stieg Königin Singa in die Macht. Sie war aber eine sehr begabte Diplomatin. Sie konnte Aushandlungen bzw. mit Portugiesen diskutieren, Vereinbarungen machen, aber auch wirklich selbstbewusst, wirklich mit viel selbstbewusst. Man erzählt zum Beispiel, dass sie von ihrem Bruder einmal geschickt worden ist zu den Portugiesen, das ist so eine Aushandlung. Und der portugiesische Repräsentant saß auf seinem Thron, also einen hohen Sessel, und sie sollte sich auf den Boden sitzen. Das hat sie aber nicht gewollt. Sie ist dann gestanden und hat eine Sklavin gebeten, als Stuhl zu dienen, damit sie auf Augenhöhe mit dem Portugiesen sprechen kann. Also so selbstbewusst war sie. Ja, bitte. Ich glaube, es gibt von ihr auch eine Netflix-Dokumentation. Ja, genau. Ja. Genau. Kennen Sie, haben Sie den Film gesehen? Ja. Ja. Wer hat es noch gesehen? Also empfehlenswert, auf jeden Fall. Das ist wirklich empfehlenswert. Das kann man sehen. Genau. Die Portugiesen bekamen immer stärker und sie hat schon gemerkt, dass sie den Kampf gegen die Portugiesen verlieren könnte. So ist sie ein Bündnis mit den Niederländern. Hat sie ein Bündnis mit den Ländern abgeschlossen und dadurch dann auch Waffen von den Niederländern bekommen, um gegen die Portugiesen zu kämpfen, was ihr gelungen ist. Kurz danach hat sie dann von einem Kapuzinerpriester, ein sehr guter Priester hieß es, sie war von ihm sehr beeindruckt und wurde dann Christin, wurde getauft und mit ihrer Gefolgschaft, ihrer ganzen Familie und ihr Reich wurde dann ein christliches Reich. Sie hat viele Kirchen gebaut, Förderung von Frömmigkeit, genau das, was die Kapuziner gemacht haben. Sie hat für die Armen gesorgt, also es gab ein florierendes Christentum in ihrem Reich. Also sie ist wirklich positiv in die Geschichte Afrikas wahrgenommen. Ja, trotz aller dieser Bemühungen ist die Mission in der Neuzeit dann untergegangen. Warum? Es gab zunächst mal Probleme zwischen den Portugiesen und dem Papsttum. Die Portugiesen waren natürlich daran interessiert, Handel zu treiben, an Wirtschaft interessiert, Sklavenhandel und so weiter. Aber der Papst hat allmählich dann doch gemerkt, dass es zu viel war und dass man das irgendwie verurteilen sollte. Und so haben viele portugiesischen Könige den Papst ich meinte, der Papst hätte sich in persönlichen bzw. staatlichen Angelegenheiten eingemischt, wobei er eigentlich nur in seinem religiösen Bereich bleiben sollte. Auf der anderen Seite, noch ein anderer Punkt ist, dass der Papst und vor allem auch Priester vor Ort, einheimische
Priester ausbilden wollten, damit die Mission auch weitergeht. Aber die Portugiesen wollten das nicht, weil ein Priester ist nun mal auch eine Autorität, der könnte Unruhe im Königreich bzw. Aufstände organisieren, und das ist nun mal nicht gut fürs Geschäft. Dann haben sich auch die Missionare vor Ort eher für christliche Assimilation geworben, nicht so sehr für Inkulturation. Aber darüber werden wir noch beim nächsten Mal zu sprechen kommen, wenn wir von Missionskritik sprechen werden. Das Entscheidende aber, der entscheidende Grund, warum die Mission der Neuzeit untergegangen ist, ist der Sklavenhandel. Wie gesagt, es gab tatsächlich Ordensleute, die Sklaverei und Sklavenhandel betrieben haben. Kapuziner, Jesuiten, Dominikaner, die waren tatsächlich in Sklavenhandel verwickelt. Und das war nun mal kein Zeugnis fürs Christentum. Nun die dritte Phase der Mission, die uns zur Mission in die Sahelzone jetzt führen wird. Der 19. Jahrhundert ist wirklich ein Jahrhundert der Missionen. Es gab einen Aufbruch der Mission zu dieser Zeit. Und es gab auch Änderungen im Vergleich zur Mission der Neuzeit. Jetzt gibt es entschieden Anti-Sklaverei-Bewegungen, vor allem innerhalb der Kirche. Und zu gleicher Zeit aber auch Kolonialismus. Die beiden Tatsachen haben dazu beigetragen, dass die Mission tatsächlich auch in Afrika einen Erfolg erzielt. Inwiefern? Bevor wir das sagen, müssen wir zunächst mal die Bemerkung machen, dass protestantische Missionare die ersten waren, die zurück nach Afrika gingen, nach dem Untergang der zweiten Welle der Mission in der Neuzeit. Warum? Weil sie auch zeigen wollten, dass sie genauso missionarisch sein können wie Katholizismus. Denn in der Zwischenzeit ist die Reformation entstanden. Auf der einen Seite also die reformierten lutherische Kirche, die Anglikaner auch auf englischer Seite, die vor allem in Nordeuropa, die Dänen, die sind wirklich auch sehr protestantisch geworden, die wollten auch zeigen, dass sie Mission treiben können, genauso wie die katholische Kirche früher gemacht hat. Aber schon 1652 gab es schon holländische Reformierte in Südafrika. Die waren schon da nach der Eroberung der Kap-Halbinsel, also ganz im Süden von Afrika, der Eroberung der Kap-Insel durch die niederländische Ostindien-Kompanie. Dann kamen noch dazu französische Reformierte, die seit dem Edikt von Nantes, also Religionsfreiheit bzw. für allen, aber Katholizismus als Hauptreligion Frankreichs, das waren die so zwei wichtige Punkte in diesem Edikt. Das hat aber dazu geführt, dass französische Reformierten Frankreich verlassen mussten. Ja. Sogenannte Hugenotten auch vor allem. Die sind dann nicht nur in anderen europäischen Länder gegangen, sondern auch nach Afrika, vor allem nach Südafrika. Dann kommt auch noch dazu die Rolle der befreiten Sklaven aus den USA. In Großbritannien und in den USA gab es eine Anti-Sklaverei, da gab es sehr viele Philanthropen, Anti-Sklaverei-Bewegungen, die dazu geführt haben, dass man die Sklaven, die in den USA gebracht worden sind, aus britischer Seite, also die in den USA, also Nordamerika halt angekommen sind, dass man die dann die Möglichkeit gibt, zurückzukehren nach Afrika. Und zu diesem Zweck waren zwei Länder dafür vorgesehen. Zunächst mal Sierra Leone,
als ein Ort, wo befreite Sklaven zurückkehren durften. Und dann haben auch amerikanische Antisklavereibekämpfer, Antisklavereibewegungen das Gleiche gemacht, allerdings in Liberia wurden dann ehemaligen Sklaven zurück nach Afrika gebracht. Es gab sehr viele Organisationen, christliche, protestantische Organisationen, die für die Mission standen und einen wichtigen Beitrag auf protestantischer Ebene geleistet haben. Also im Vergleich, ne, genauso wie die Propaganda Fidei auf katholischer Seite. Das ist zum einen die Society for the Propagation of Christian Knowledge. Die haben dann eine Unterorganisation, Gesellschaft für die Ausbreitung des Evangeliums gemacht, wo Missionare tatsächlich ausgebildet werden für den Ausland. Ja, für den Ausland. Die waren da als Seelsorger nach Südafrika geschickt worden und auch in Ghana, ja, in Westafrika an den Küsten. Und ein Sprossling, also es gibt viele, aber ich wollte nur ein Beispiel davon nennen, denn diesen Namen ist ja in Deutschland bekannt. Anton Wilhelm Amo. Er war ein wichtiger Wissenschaftler, Philosoph in Deutschland zur Zeit von Hegel, sehr bekannt in afrikanischen Studien vor allem. Der kam aus dieser Gegend. Er ist einer der Leute, die dort zur Ausbildung nach Europa geschickt worden sind, damit sie dann zurückkehren und dann für die Evangelisierung vor Ort einen wichtigen Beitrag leisten. Denn man glaubte wirklich daran, dass das Christentum Fuß fassen wird in Afrika. Erst, wenn Einheimische auch tatsächlich Missionsaufgaben übernehmen. Das war die Überzeugung. Er ist dann in den Niederlanden gekommen, hat ein Doktorat in Halle an der Saale und in Wittenberg gemacht. Sein Doktorat in Halle, ging dort um die Befreiung der schwarzen Sklaven. Und die These, die er dort vertreten hat, lautet, man sollte eigentlich die schwarzen Afrikaner nicht versklaven, weil sie zu Afrika gehören. Und Afrika war nun mal eine Provinz des Römischen Reiches. Und als Mitglied des Römischen Reiches war man ein freier Mensch. Aus diesem Hintergrund durften alle Afrikaner, also freie Menschen, also befreit werden. Ja, natürlich verfügten sie damals nicht auf das Wissen, das wir jetzt heute haben, aber das war für ihn Grundlage, also für ihn war es wichtig, Argumente zu finden gegen die Sklaverei. Ja, dann hat er auch in Jena und in Halle als Dozent war er dort, in Berlin war er auch zu einer gewissen Zeit und dann ist er nach Westafrika zurückgekehrt. Dort ist er auch gestorben. Tja, dann gibt es auch Londoner Missionsgesellschaft, die gegründet worden sind, Missionsgesellschaft von Basel. Die haben eine sehr wichtige Rolle gespielt im deutschsprachigen Raum, protestantischer Ebene, Bereich. Dann auch Frankreich natürlich, Société des Missions Evangéliques de Paris. Und die wiederum werden eine sehr wichtige Rolle in der Sahelzone spielen. Und dort, darauf werden wir noch gleich zurückkommen. Ja, also die Protestanten haben erstmal begonnen, in dieser dritten Phase der Missionierung. Die haben erstmal begonnen, um zu zeigen, dass sie es können. Die Katholiken aber waren ein bisschen enttäuscht, sozusagen, von der letzten, vom Scheitern. Und als sie gesehen haben, dass die Protestanten tatsächlich Erfolg hatten, dann haben sie sich aus ihrem dogmatischen Schlaf, haben dann gemeint, jetzt müssen wir auch auf unserer Seite die Sache neu machen. Und aus diesem Grund wurde dann die Propaganda Fidei eine neue Ordnung für die Propaganda Fidei erlassen und dort dann viele
unterschiedliche Missionsgemeinschaften in lateinischen Ländern vor allem wurden gegründet. Was wichtig ist für uns, ist die Gründung der Société pour la Progression de la Foi in Lyon, wie ich eben gesagt habe. Aber es gab ein Problem. Man konnte ja nicht in muslimischen Gegenden missionieren. Das war unmöglich. Also hat man sich zurückgezogen auf Gebiete von traditionell afrikanischen Religionen, also Afrika südlich der Sahara-Wüste. Die Berliner Konferenz, also zur Aufteilung von Afrika unter den unterschiedlichen damaligen Weltmächte, hat aber auch Schutz, den Missionaren Schutz angeboten, sodass sie tatsächlich mit den Kolonialherren, also auf ihren Schiffe, also auch von ihren Soldaten auch Sicherheit genießen können. Also die waren wirklich sie waren in Sicherheit, wenn sie in der Nähe von den Kolonialherren waren. Das hat dazu beigetragen, dass die Mission länger durchgehalten hat, bis zu den heutigen Tagen, würde ich sagen, wobei nicht alle damit einverstanden waren. In der Zwischenzeit, schon davor, aber auch zu dieser Zeit, sind viele unabhängige afrikanische Kirchen entstanden, vor allem an den Küsten. Eine sehr berühmte afrikanische Kirche, unabhängige Kirche, ist von William Harris gegründet worden. Das war ein ehemaliger Amerikaner, also Schwarzamerikaner, der befreit wurde und dann zurückgekehrt ist und der eine Vision bzw. eine innere Erleuchtung hatte, wo er dann Christus sah. Und Jesus Christus hat ihn dann dazu beauftragt, das Evangelium zu predigen. Er hat dann entlang der Küste das Evangelium gepredigt, hat selber keine Kirche gegründet, aber seine Anhänger, vor allem in der Elfenbeinküste, haben dann eine Kirche gegründet, Harismus. Das ist eine Bewegung geworden und dann eine Kirche, die bis heute noch existiert, die viele Anhänger hat. Natürlich davor im Reich Kongo gab es auch unabhängige afrikanische Bewegungen. Ja. Kimpavita, Dona Beatrice ist vielleicht ein Begriff. Kimpavita ist vielleicht ein Begriff. Okay, ich werde über sie noch sprechen, genauso wie ich mit Singer gemacht habe, beim nächsten Mal, ja, versprochen. Also Dona Beatrice, sie hat wirklich als eine Frau, die sehr viel Einfluss gehabt hat zu dieser Zeit, man nennt sie sogar die Jeanne d'Arc, die kongolesische Jeanne d'Arc. So, es entstanden also sehr viele afrikanische unabhängige Kirchen zu dieser Zeit. Nun, direkt zur Sahelzone. Die Sahelzone ist eigentlich im muslimischen Gebiet. Also es ist schwierig, dort zu missionieren, weil die Muslime sowieso schon da waren. In Westafrika kamen schon Kapuziner, schon ab 1664, wie eben angedeutet. Und dann ein paar Jahre später wurde auch die Sklaverei verurteilt vom Rom. Also das sind so günstige Bedingungen, die geschaffen werden. Und ging aber weiter bis ins 19. Jahrhundert. Aber immerhin, die Kirche hatte ein besseres Ansehen sozusagen. Und von den Küsten aus wollten dann die Missionare ins Innenland drin kommen. Das haben sie auch geschafft in Nigeria, vor allem die Anglikaner dann. Für die Katholiken war das, die sind ja viel später gekommen, war es viel schwieriger. Aber Hindernisse gab es. Es gab nämlich viele muslimische Königreiche zu dieser Zeit. Das Königreich von Sokoto im Nord von Nigeria, die Tukulor in Senegal und halb Teil von Mali und auch das Wazulu-Königreich im Norden von der Elfenbeinküste und also südlich von Burkina Faso. Das war sozusagen eine gewisse Mauer, also religiöse Mauer, die es nicht erlaubte,
für die Christen, tiefer in den Sahel, in die Sahelzone einzudringen. Ja, die Berliner Konferenz hat natürlich hier eine wichtige Rolle gespielt, wie ich eben gesagt habe. Aber vor allem diese Frau. Ja, Frauen in der Kirche, die haben vieles geleistet, das muss man auch betonen. Ja? Manchmal kriegt man nicht sehr viel davon. Aber, ja. Also, wie gesagt, die Société Missionnaire de Lyon ist gegründet 1882. Und die Spiritaner, also französische Gründung, durften in allen französischen Kolonien nach der Berliner Konferenz also missionieren, weil die waren Franzosen, die konnten also in französischen Gebieten missionieren. Die haben auch angefangen, aber es war so, hatte keinen richtigen Erfolg, bis diese Frau kam. Ja. Und sie heißt Anne-Marie Javouet. Sie hat einen Orden gegründet, die Schwestern des heiligen Josef von Cluny, ja, Sœur de Saint-Joseph de Cluny. Ja. Und die sind dann nach Senegal geschickt worden, um mit den Spiritanern dort zu arbeiten. Sie war aber eine sehr charismatische Frau. Sie hat auch persönlich eine Reise dorthin gemacht und gesehen, was man tun könnte, damit der Glaube auch dort in der Sahelzone, angefangen von Senegal, sich verbreiten könnte. Sie hat dann sehr viele Krankenhäuser bauen lassen, viele Schulen auch, ja, vor allem auch in der Befreiung der jungen Mädchen. Also die Frauen, das ist eine sehr muslimische Gegend, wo Frauen nicht unbedingt die gleichen Rechte wie die Männer hatten. Und dazu noch kommt, dass in dieser eher patriarchal betonte Gesellschaft in der Sahelzone halt die Männer nun mal das Sagen haben, auch auf traditioneller Ebene auch. Also auf traditioneller, sowohl auf traditioneller Ebene als auch auf muslimischer Ebene hatten es Frauen nicht leicht. Und sie kam und hat den Frauen vieles beigebracht, Schule und so. Aber das trug dazu bei, also zur Befreiung der jungen Mädchen bei, die dann gut ausgebildet waren und auch in modernen Stadt mitbestimmen konnten. Und Senegal spielt so eine führende Rolle in dieser Hinsicht. Also man muss schon ganz schnell sagen, nicht im ganzen Senegal, das war nur in Saint-Louis. Saint-Louis, das ist eine Enklave, französische Enklave, schon seit dem 18. Jahrhundert, Anfang des 18. Jahrhunderts gewesen. Die Franzosen waren schon dort und auch auf den Inseln von Gorée, wo schwarze Sklaven aus dieser Seite gefangen genommen werden und in den USA und nach Lateinamerika verschifft werden. Hast du eine Frage? Okay. Ja, warum hat sie das alles gemacht? Weil sie eine Vision hatte. Eine Vision. Sie wollte eine Gesellschaft von Priestern gründen, die Schwestern begleiten. Das war nun mal, also die Schwestern vor Ort konnten vieles machen, aber so eine Zeit, an der Frauen nicht so frei waren, brauchten sie doch irgendwie eine Gesellschaft von Männern, die auch da sind, um dies zu begleiten, auch geistlich. Aber sie ist auch eine Tochter ihrer Zeit. Für sie ging die Christianisierung bzw. die Missionierung mit der Zivilisierung von Schwarzafrikanern einher. Also sie ist nun mal Tochter ihrer Zeit, aber sie hat dazu beigetragen, dass eine einheimische Klerus entstanden ist. Ja. Drei einheimische Priester aus ihrer unter ihrem Einfluss sozusagen sind geweiht worden. Dann gibt es noch dieser Mann, Josef Liebermann. Ursprünglich ein Jude, der dann Christ geworden ist, aber ein sehr engagierter Missionar in der Sahelzone und darüber hinaus. Und er ist vor allem bekannt, er hat einen eigenen Orden gegründet von Priestern und hat sich dann mit den Spiritanern zusammengelegt. Also sie haben sich vereinigt. Ja, zusammengelegt.
Er ist aber dafür bekannt, dass er eine missionarische Methode entwickelt hat, die wirklich sehr effizient war. Er sagt, Religion muss eingepflanzt werden, nicht mit Gewalt, nicht mit Zwang oder so, mit persönlicher Heiligkeit. Also die Missionaren müssen durch ihre persönliche Heiligkeit andere Menschen dazu bewegen, selbst Christen zu werden. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja, das sollte man öfters hören. Ja. Dann sollten auch die jeweiligen Missionare sich anpassen an dem, was vor Ort zu finden ist. Wenn es dort nun mal das, was die in ihrem Heimatland nicht finden können, wenn sie das dort nicht finden, dann sollen sich am Beispiel der Menschen, die dort leben, auch an ihnen ein Beispiel nehmen. Ja. Nicht, dass die wieder zurück, rein also nationalistisch wieder zurück, ja, bei mir war es besser, also als ich in Frankreich war, hatte ich doch Brot und Käse und hier gibt es nicht mal Brot zu essen. Nein, nein, nein. Getreide. Und das, was die Leute vor Ort essen, sollten die auch essen. Also Anpassung halt. Aber er war ein Sohn seiner Zeit. Für ihn mussten die Afrikaner zivilisiert werden. Gleichzeitig. Also evangelisieren bedeutete auch zivilisieren. Also ich betone das, weil das diese Vorwürfe, die zu Beginn der afrikanischen Theologie eine sehr wichtige Rolle spielen werden. Heißt Christ werden, Europäer sein werden. Also muss man der europäischen bzw. westlichen bzw. französischen Zivilisation annehmen, bevor man Christ wird. Ja. Das wird Thema einer Vorlesung, ein ganzes Thema einer Vorlesung sein. Ja. So, er hat das gesagt, er ist nun mal Sohn seiner Zeit. Nun aber haben es Missionaren geschafft, im Landesinneren einzudringen bis nach Timbuktu. So, Timbuktu war immer so ein Begriff in Europa gewesen, vor allem seitdem man vom König Mansa Musa gehört hatte. Und der Legende nach sei er mit 200 Kamele voll mit Gold beladen nach Mekka gepilgert. Und auf dem Weg hat er Gold verschenkt, so dass er in Ägypten der Goldpreis gesunken ist. So reich war er. Also man hat von ihm gehört und man wollte dann viel mehr über ihn wissen. Das hat aber lange gebraucht, bis man dorthin kam. Das war erst im 19. Jahrhundert. 1827. Ja, erstmal haben Protestanten versucht, wie gesagt, in Landesinneren einzudringen, ging aber nicht wegen dieser muslimischen Barrikade. Spiritaner, dann weiße Väter, haben es auch versucht, aber erst nach der französischen Kolonialzeit ist es ihnen gelungen, weil sie eben von der französischen Kolonialherren geschützt waren. Aber vor Ort in Timbuktu konnten sie überhaupt nichts machen. Wegen mangelndem religiösen Interesse. Die Leute waren schon Muslime, die haben sich für das Christentum überhaupt nicht interessiert. Insofern waren sie enttäuscht und dann sind viel südlicher gegangen, vor allem in die Mossi Königreich, das ist im heutigen Burkina Faso. Und die Mossi haben das Christentum wirklich willkommen geheißen. Viele sind Christen geworden, vor allem auch deswegen, wegen der Krankenhäuser, wegen der Erwachsenenbildung. Und man hat sich auch auf Katecheten gestützt. Alfred Diban, ich glaube, er ist schon heilig gesprochen, oder wenn nicht, ist er selig, ist einer der bekanntesten Katecheten in diesem Ort gewesen. Er hat eine wichtige Rolle, er und viele andere Katecheten natürlich, für die Evangelisierung dieser Gegend gespielt. Also Katecheten
sowohl in Burkina Faso als auch in Nordghana haben einen sehr, sehr, sehr interessanten Beitrag geleistet. Ich wollte noch etwas Lustiges erzählen, aber da wir keine Zeit haben, werde ich das nicht erzählen. Regenwunder verursachte massenhafte Bekehrung. Aber wir haben ja keine Zeit. Dann schnell zu Tschad. In Tschad sind die Missionare erst 1929 angekommen, in Zentralafrika, im Norden. Wegen Schlafkrankheit sind dann alle gestorben und dann musste dann neu gemacht werden von Kapuziner. Und erst 1935 ist der erste Jesuit in den Tschad gekommen als Soldatenseelsorger und hat gemerkt, dass es Völker gibt, die noch keine Muslimen sind und die man missionieren konnte. Und er hat sich dafür eingesetzt, dass die Propaganda Fidei dann die Jesuiten in den Tschad schickt. Die waren also zuständig für die Mission im Nord-, Ost- und Südost zuständig. Die Kapuziner blieben aber im Süden und die Oblate von Maria im Norden. Das ist ein Jesuit, das ist mein erster geistiger Begleiter gewesen, der mich dazu bewogen hat, Jesuit zu werden. Ich wollte einfach sein, weil für mich ist er der Missionar überhaupt. Ja. In Sudan haben auch die Komboni Missionare eine wichtige Rolle gespielt. Komboni war wirklich von Afrika, hatte ein großes Zuneigung, liebte Afrika eigentlich. Und er wollte, dass die Missionare sich für Afrika viel mehr interessieren und hat auch eine Gemeinschaft dafür gegründet, hat unterschiedliche Genehmigungen dafür bekommen. Und so hat die Nuba, ein Volk im Sudan, die noch kein Muslim waren, missioniert und hat auch sich auch sehr gegen den Sklavenhandel engagiert. Vielen Dank.